Servus aus der Almenwelt Lofa zum Wildsaurennen Pistencheck 2022. Mein Name ist Leitinger Gerald, bin Kutschi-Referent des Landes Salzburg und wir machen heute wieder den Wildsaurennen Pistencheck. Am 2. April, Samstag, 2. April, 16 Uhr, findet das Rennen wieder statt. Es geht um die Sau und wir dann traditionell jetzt wieder die Pisten checken, schauen so, wo sind die Schlüssel stehen, wo gibt es Probleme, wo ist Zeit drin. Schaut's mit uns mit, schauen wir uns so. Strecke Wildsaurennen 2022. Kämpf's mit! Ja, Starthang, erst die 90 Grad Kurven, immer ein Kriterium, volle Sache dahin, ein kleines Flachstücke und dann geht's wieder rein, schauen wir euch da. 90 Grad Linkskurven, dann über den Kanten und drüber, 90 Grad, 180 Grad auf Garage, immer Schlüsselstö. Da wird es eng, geht es nochmal dahin, technisch. Schauen wir uns auch noch gleich an. Wird es wieder zur Sache gehen? Wildsaurennen, 2. April, nicht vergessen! Ja, jetzt der Rückfahrer. Da geht es über die Kanten rein, 90 Grad Linkskurven, 180 Grad Kurven. Technisch anspruchsvoll. Aber wie die Wildsauren, genau das Richtige. Jawohl, und dann geht's rein in die Vena. Und nochmal ein kleiner Tipp für alle, die die Technik noch nicht drauf haben. Viegel Grundtechnik. Orang-Utan-Stil. Schauen wir ihn so. Einfach breit, hinten nach vorne und tief. Was tust du da? Samstag, 2. April, geht's um Zau. Ah, seid ihr schon wieder da. Nachdem wir oben die Mutpassage gesehen haben, da jetzt außer Technik haben wir auch schon gehabt. Gleiten sind wir jetzt ungefähr Halbzeit der Strecke. Heuer geplant, dass wir da eine Zwischenzeit einbauen. Dann werden wir schauen, was machbar ist. Und jetzt geht es erst richtig los, das Rennen. Jetzt können Sie sich auf die Kraft drauf haben. Allweil länger wird es. Oberschenkel fängt an brennen. Aber man muss weiter brennen. Alles so nicht geht nicht. Die gehen wir runter. Ja, vorbei am Loderbichl bis dahin fahren wir auf jeden Fall. Das genaue Streckenziel werden sie wahrscheinlich erst wieder am Samstag rausstellen. Je nachdem, was die Pistencrew, der Almenwelt Lofa rund um Bürgermeister Meinl Albert noch zusammenbringt. Erstmal bis fast auch geht's allweil. Wahrscheinlich sogar eine Sache. Hoffen wir das. Schauen wir uns an. Aber da geht's wieder flach, steil runter. Steiles Stück rein in die fast auch und Tempo mitnehmen. Oder geht's aber um das? Bleibt man in der Hocke, zieht man es durch, weil man braucht Tempo. Oder fangen wir an zum Tauchen. Tauchen ist aber gefährlich. Kommen Sie auf Fürsten. Passiert auch immer wieder mal. Aber es geht einfach tief fliegen. Alles, was wir haben, nur rausholen. Aus dem Körper. Ja, meine Leute, da rund sind wir jetzt, Talstation Almenwelt Lofa. Wie gesagt, 2. April, Wildsaurennen 2022. Das Rennen des Jahres, wo es auf Mut, Kraft und Technik ankommt.
Danke an meinen Kameramann Rainer Tonwarter, oftmalige Wildsau. Wir freuen uns auf euch. Das wieder mit. Schaut zu, wir sehen uns. Am Samstag geht's um die Sau. Jawohl!